Jo, jo, Leute, ich bin mal wieder unterwegs. Ja, ihr könnt sehen, mega kalt. Es schneit nicht, nein, keine Wolken am Himmel. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Es ist eigentlich relativ warm ist gut. Minus 2 Grad, aber ich will ja nicht jammern. Ich wollte es ja selber. So, Freunde, wir sind hier wieder im Freibad. Die letzten 3 Videos waren richtig gut. Da kam sehr, sehr viel. Nur München. Und ich habe mir gedacht, hey, probieren wir es einfach nochmal. Aber viel gechillter und nicht in einer Stunde hier alles reinhauen, was geht, sondern einfach gechillt einmal suchen. Ja. Mal schauen, vielleicht habe ich auch Glück und ich finde halt auch mal was anderes, Leute. Hört sich irgendwie gar nicht an nach so einem Münzchen. Was ist denn das? Ach nee, da ist ja irgendwie... Oh, ja. Leute, schaut mal her, das ist der Nachteil. Wenn Schnee liegt, ich habe mir schon gedacht, was ist denn das hier? Ja, irgendein Schacht, ne? Super. Na okay, weiter geht's. 21er Signal, Leute, vielleicht. Ah, wunderbar, geil. Ist also nicht gefroren. Wie geil ist das? So, der erste Fund, was ist es? Ah, Mann, oh Mann. Zum Glück kann man hier gut buddeln, das sage ich euch, zum Glück. Alter, Schwede, das ist ein Scheiß, das ist ein Nägelchen oder was? Gibt's doch nicht. War aber ein anderes Signal. Scheiße, der Pinpointer, der gibt halt immer nur einen verschiedenen Ton. Wenn da noch mehr liegt, dann ist das halt so. Dann findet man halt noch mehr. Aber halt nichts Gescheites bis jetzt. Schau, wenn da halt was runterfällt, dann sieht man es halt vielleicht auch nicht mehr wegen dem Schnee. Ja, ich werde echt zum Hirsch hier. Mal drüber gehen. Ich glaube, ich bin hier. Wo ist es denn? Das fängt schon mal gut an hier. Also, 1 Euro, Leute. Ja, das kann doch nicht wahr sein, oder? Das hat überall irgendwie gefühlt gepiepst. Also entweder hier liegt noch mehr. Nee, das war tatsächlich jetzt nur der Euro. Das heißt nur, das ist gut. So ab in die... ins Coinpad und dann hat sich's erst mal erledigt. Dann geht's weiter. Nächstes Signal. Das ist also ein bisschen ein Mischsignal. Ah, da ist das Gras so richtig lang. Und die Blätter vom Herbst noch hier. Wahnsinn. So, ihr hört es selber. Gutes Signal eigentlich. Und ja, schauen wir mal. Ah, Wurm. Ah, der nächste. Finger werden langsam kalt, Leute. Es wird langsam kalt. So, jetzt komm mal zum Vorschein. Boah, alter Schwede. Leute, hey, das fängt schon so geil an. Hey, ich glaube, ich fasse es nicht. Wo bist du jetzt? Oh, saugeil. 2 Euro. Ich freue mich einfach. Wisst ihr warum? Weil sie halt einfach noch geil erhalten ist. Ne? Nicht durch. Die sind normalerweise relativ schnell kaputt. Aber die liegt halt nicht lang. Hey, wie geil ist das, Leute? Ja, so kann es weitergehen, Freunde. Geil. So, ich würde mal sagen. Oh, ich habe ein Riesensignal. Ist da wieder ein Gullideckel oder was? Oh ja. Ist echt ordentlich. 2 verschiedene Signale. Springt etwas. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, ein bisschen hart. Ach du Scheiße. Schaut euch das an. Ich hab's gewusst, das ist ein Riesensignal. Alter, oh, ich hab's gewusst, es ist einfach ein Riesensignal. Weiß nicht, war da ein großer Schirm dran? Also so ein Sonnenschirm oder irgendeine Führung? Ich habe keine Ahnung, aber ich auf jeden Fall ein fettes Teil. Oh, okay, naja, auch nicht schlecht. Okay. Mein Signal rein kriegt. Schauen wir mal hier unter dem Baum. Falls du das Video noch nicht geliked hast, kommentiert hast und nicht ein Abo da gelassen hast,
die Möglichkeit, gell? Oberflächlich wieder. Geil. Yes. Yeah. Münze. Es ist wieder mal eine Münz. Münze, 10 Cent, Freunde. Ja. Also, ab in die Coin. Oh, jetzt werden die Finger eiskalt. Ab ins Coinpad. Ist schon ein bisschen gefüllt, muss ich sagen. Ja, die vierte Münze. Und ja, machen wir mal so weiter, oder? Ach ja, übrigens, Leute, ich habe noch einen Zweitkanal. Vielleicht habt ihr das schon entdeckt. Falls nicht, schaut mal vorbei. Der heißt Metalldetektor Technik News. Ja, ist noch ganz frisch. Schaut vorbei, lasst ein Abo da, Like. Ich habe schon einige Videos hochgeladen. Ist wirklich nur hauptsächlich für Technikvideos, Tutorials, Reviews und so weiter und so fort. Tipps und Tricks für Einsteiger vor allem. Und dieser Kanal ist auf jeden Fall nur für Suchvideos, Adventure, Schatzsuche-Videos gedacht. So, somit ist das auch klar. Also, bis zum nächsten Signal. Okay. Ein 24er Signal. Also das ist aber schon, sollte mindestens ein 2 Euro Stück sein, weil ja, das kann tatsächlich, oder halt einfach was Größeres. Das wäre mal cool, wenn ich mal was anderes finden würde, wie nur Münzen, aber das ist ja wirklich schon zu viel verlangt. Das ist schon okay, wenn eine Münze kommt. Was ist halt das? Aha. Ah, ich hab's doch gewusst. Ja. Schon was Größeres, was wird das? Also das ist hier so ein, ist auf jeden Fall ein Stück Metall mit so ein Kugelgelenk. Ne? Aber vielleicht von der Fahrradbremse könnte durchaus sein hier, oder? Weil das ist hier abgebrochen. Ne? Ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Na, nehmen wir mal mit. Ne? Okay, schauen wir mal. Switcht aber zwischen 14 und 19. Hm. Aber, ich sehe es. Das ist ein komisches Signal, Leute. Das ist auf jeden Fall rund. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also auch wenn die Signale nicht immer so super reinkommen, es kann trotzdem was sein. Ne? Das ist kein Euro. Ist auf jeden Fall... Ja, ist älter. 5 Reichspfennige sind es, glaube ich. Ja, cool. Mega, oder? Das hat er total verdreckt. Wozu habe ich hier eine Bürste? Nochmal hier mal ein bisschen gucken. Schön sauber. Bürstle, vielleicht, gell? Ja, das ist auf jeden Fall 5 Pfennige. Aus der Weimarer Republik, Leute. Hier, geil, schön. Bevor ich hier mal grabe, ihr könnt es gleich hier nebendran sehen, hier ist ein Schloss. Das ist außerhalb vom Freibad natürlich und da dürfen wir sicherlich nicht suchen, das ist ganz klar. Ja, das lassen wir sein, aber im Freibad, oh, da passiert nichts, gell? Okay, 13er Signal. Aber liegt nicht tief, ist auf jeden Fall draußen. Ja, da ist. Leute, ja, da freue ich mich natürlich. Eine Münze, aber kein Euro. Es ist kein Euro. Wisst ihr, was ich jetzt gefunden habe? Ihr werdet es einfach nicht glauben. Eine D-Mark, wie geil. Die findet man eh so selten. Kupfer. Ja, schön rötlich, sau cool. Ja, da kann ich mir natürlich nichts kaufen, aber eine D-Mark ist einfach sau gut. Schnee ist halt dann tatsächlich ein bisschen fest. Ich kann einfach nicht so durch den Schnee schwingen. Aber da die Funde nicht so tief liegen, hört sich hier auch ganz gut an, Leute. Das sind mindestens 2 Signale. Jetzt einmal gucken. Ah, wo bist du? Ach, da, ein Münzle. Also war nicht tief. Was ist es für eine? Was glaubt ihr diesmal? Euro oder D-Mark? Hä? Was ist das? Ach ja, doch, 2 Cent. Gut, also gucken wir mal hier auf die Seite. Weil nebendran war noch mal ein Signal.
So, okay, draußen. Oh je, die Sucherei, die wird ja heute echt lustig. Ach, da, was ist auch das? Alter, was ist der Riese? Münze oder was ist das? Du Scheiße. Patrick, du glaubst nicht? Tag der deutschen Arbeit, oder? Ja, das ist es. Krass, alter Schwede, wie geil ist das im Freibad? Guck. Selbst die hinten hier ein paar runterdreht. Hä? Wow, cool. Mega, geil. Hey, glaubst du, das wird ein WK? Oder das ist ja eher so ein Parteiabzeichen. Finde ich da im Freibad. Hey, das ist ja, hätte jetzt nicht gedacht, hey, aber geil. Ach so, vielleicht sollte ich Batterie wechseln. Oh Mann, ich war so nervös und habe mich so gefreut auf den Fund, habe ich schon fast vergessen. Liegt mir seitlich. So tief liegt es aber nicht. Hey, Alter, was ist es? Hey, sag bloß, das ist was Geiles. Hey, was ist es? Ah, Mann, man kann es nicht gut erkennen. Komm. Ah, das wäre so geil, ey. Komm, lass es irgendwie so. Das ist auf jeden Fall aus Alu. Aber lass es einfach was Cooles sein, Leute. Die Bürste bringt halt auch nichts. Muss man hier ein bisschen putzen. Boah, Freunde. Hey. Oh Mann, ich kann nichts erkennen. Aber das ist irgendwas Cooles oder nicht? Ja, schaut mal drauf, ich kann es nicht erkennen. Und vielleicht ist es ja irgendwie so was Ähnliches wie so eine Alu-Medaille. Oder ist es einfach nur Müll? Es wird wie immer eingeblendet, Leute, aber ich kann jetzt hier gar nichts erkennen. Entweder Müll oder was Cooles, was sagt ihr? Schreibt es einfach in die Kommentare, ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich wieder ein sehr hohes Signal. Der 23, also ihr hört es auch sehr hoch. Da hat er. Ja, endlich mal. Sehr gut. 50 Cent, Freunde. Juhi. Perfekt. 50 Cent sieht noch gut aus. Schaut euch das mal an. Ja, ich freue mich halt auf 50 Cent, Mensch. Warum noch nicht? Ist doch geil. Oh, ist doch einfach nur geil. Super. Was hast du jetzt wieder? Aha. Ja, das kann tatsächlich sein. Aha. Cool. Das sieht interessant aus. Oh ja, schön. Ist aber schön. Sieht irgendwie aus wie so ein ganz alter großer Reißverschluss. Ne? Ja, schau erst da. Oh, da hat er oben Löcher, gell? Hier unten eins, da, vielleicht war es auch tatsächlich eine Holzeinlage, ja, das könnte sein. Cool, Öse, ja. Ach schön, aber das sieht gut aus, der Fund. Mega, ja, sehr gut. Ach, die runden Formen sind einfach so toll, 10 Cent, ja, yeah. Perfekt, also gut, geht doch, ne? Immer schön weitermachen, ja, Münze, jo. Gut, ja, ich glaube, das ist 5 Cent. Liegt schon ein Weilchen. Ja, 5 Cent soll es auf jeden Fall sein. Hey. Liegt aber auch schon eine Weile hier drin. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn der Equinox 900 rauskommt. Da bin ich echt gespannt, wie die Maschine so ist. Ah, nächste Münze, Leute, sehr gut. Okay, ja, und wie gesagt, der 900er, der hat ja Leitwert bis zu 99. Da hat man einiges verändert. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, schaut einfach mal drauf. Und wenn ich das Ding habe, dann klar, dann zeige ich euch das natürlich. So, weiter geht's. Was ist da auch? Ja, 10 Cent. Also der letzte Fund muss einfach eine Münze sein. Sonst gebe ich vorher nicht auf. Das sage ich euch. Ich will nicht mit einer Abziehlasche hier aufhören. Das kommt einfach nur mir Kacke. So Leute, ich sag's, ich höre nur auf, wenn ich eine Münze gefunden habe. Ja, wo bist du? Nein! Ah, scheiße. Muss halt nochmal probieren. Mist. Oh, hört sich gut an. 21er Signal. Wirklich sehr, sehr sauber. So, auf geht's. Komm, lass es eine Münze sein. Ah!
hier gleich zwei auf einmal. Hey, wie geil ist das denn? Jawohl. Sieht mal, sieht man doch mal. Einmal ein 10 Cent und ein 20 Cent Münz. So, und ich glaube, mit zwei Münzen auf einen Schlag höre ich jetzt auf jeden Fall auf. Wir sehen uns gleich bei der Fundzusammenfassung. So Leute, also Fundzusammenfassung, wie versprochen, jetzt hier bei dem wunderschönen Wetter. Ich bin gut gelaunt, ja, aus gutem Grund, weil mein Coinbet ist voll. Ich weiß nicht, wie lange bin ich jetzt, wie lange war ich unterwegs? Sicherlich eine gute Stunde und trotzdem so viel gefunden. Also es liegt hier richtig viel. Coinbet ist total voll. Ja. Die nehme ich auch gleich raus, dann zeige ich sie euch. Sieht immer gleich mal anders aus, wenn man die Münzen in der Hand hat. Mega, also richtig cool. Also schade, hat leider kein Schmuck rausgekommen, aber das ist wahrscheinlich dann halt auch schwierig. So viel liegt dann tatsächlich im Boden, zumindest halt kein Schmuck. So Leute, also schaut mal her. 2,50 Euro, wie viel habe ich rausgeholt? 2, 3, ja 4 Euro sind es auf jeden Fall. Jo, ist doch ganz okay, Freunde. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Donnerstag auch wieder dabei seid. Ne? Ihr wisst ja, ich bin immer Donnerstag unterwegs, ab 18 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Bis dann, ciao.